kürzlich hatte ich so ein Bild vor mir, vor meinen inneren Augen, dass ich Menschen gesehen habe, die so eine Sofortbildkamera um den Hals hängen hatten und sie machten von jeder Situation, die schwierig war, sofort ein Bild. Sie druckten dieses Bild aus und klebten es in ein Fotoalbum. Jedes Mal, wenn jemand ihnen was Negatives gesagt hat, jedes Mal, wenn ein komischer Blick kam, jedes Mal, wenn jemand zickig war zu ihnen, haben sie diese Situation genau im Bild festgehalten und dieses Fotoalbum wurde immer dicker. Darum kam ein Schloss und der Schlüssel wanderte in die Tasche und das Fotoalbum in einen Rucksack auf ihrem Rücken. Ich habe darüber nachgedacht und ich hatte wirklich den Eindruck, dass es für dieses Fotoalbum einen anderen Weg geben muss, weil es diesen Menschen, den ich da auch gesehen hatte, so beschwert hat in seinem Alltag. Und ich habe gefragt, Herr, wie kann dieses Problem da in diesem Leben gelöst werden? Und der Herr hatte gesagt, der Schlüssel ist nur im Austausch am Kreuz möglich. Das heißt, der Schlüssel von diesem Fotoalbum mit diesen Negativszenen in dem Leben kann nur an das Kreuz Jesu gebracht werden. Und dort bekommst du einen anderen Schlüssel. Und auf diesem Schlüssel ist ein Schildchen dran, da steht drauf Vergebung. Vergebung ist ein wichtiger Schlüssel in unserem Leben, dass wir durchbrechen können zu einem Befreiten, zu einem Leben, wie Jesus es sich für uns gedacht hat. Wenn wir dieses Fotoalbum immer und immer und immer wieder neu bestücken mit irgendwelchen Sachen, die wir anderen vorhalten, wo wir andere anketten, wo wir diese Sachen in Erinnerung behalten wollen, Listen, die wir da einkleben, dann werden sie in unserem Leben schwer auf uns lasten. In dieser Zeit, als ich dieses Bild so vor meinem inneren Auge gesehen habe, habe ich auch ein kleines Büchlein in die Hand bekommen. Das ist aus einer Reihe, die heißt Mutmacher und der Titel ist Von der Wichtigkeit der Vergebung. Es ist von John Arnott geschrieben und auch ein Artikel seiner Frau ist da drin. Es ist ein super geniales Buch, sich mit dem Thema Vergebung zu beschäftigen. Wie kann ich vergeben, wenn ich gar nicht das Gefühl habe, zu vergeben? Wie kann ich Vergebung überhaupt verstehen? Was hat überhaupt Vergebung mit meinem Leben zu tun? Welche Auswirkungen hat denn Vergebung? Es ist sogar gedacht, dass man dieses Büchlein in einem Hauskreis als kleines Arbeitsbuch haben kann, um mit der ganzen Hauskreisgruppe darüber zu studieren. Es sind immer kleine Kapitel, in denen man lesen kann, wo man eigene Gedanken reflektieren kann, wie stehe ich in meinem Leben zu diesem Thema Vergebung. Und es ist wirklich ein guter Schlüssel, um dieses Fotoalbum mit diesen Blitzlichtaufnahmen, diesen Sofortbildern wirklich ein und für alle Mal an das Kreuz Jesu zu bringen. Wir haben dieses Büchlein auf unserem Shop gestellt und du kannst es da auch bei uns bestellen. Und wir wünschen dir, dass dieses Thema in deinem Leben einfach Freiheit bringt. Wirkliche, echte Freiheit. Und wir sind gewiss, Gott hat auch in dem Thema, in diesem Bereich mehr für dich.